Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei SimCity Online. Ja, wir sind in TV Town, wo wir ja letzte Mal angefangen haben, eine nette kleine Metropole aufzubauen mit netten kleinen Häuschen, wo irgendwann auch mal TV-Produkte produziert werden. Das wäre nämlich sehr hilfreich für mich, um das Raumfahrtzentrum hier aufzubauen. Bin ich gerade am gucken, es gibt viele Arbeitslose. Die Armen. Wir sind übrigens jetzt angekommen im Patch 4.0. Also es hat sich verändert, dass jetzt Gewerbegebiete zwingend benötigt werden in Städten. Ja, wenn man dann halt anstatt Gewerbegebiet plötzlich nur... Wie heißt das? Nur Hotels hat oder so, ist man eher am Arsch. Aber das macht nichts. Da hat sich Maxis ja auf jeden Fall was ausgedacht für. So. Dann können wir auch mal hier vorne. Ach ja, und es gibt jetzt den Maxis SimCity Denkmalpark. Ich habe es bei Facebook schon mal zwischendurch gepostet. Schreckliches Ding. Hat überhaupt keine Reichweite. Und da kommt auch gar keiner hin. Also hat eigentlich gar keinen Bock hinzufahren. Dementsprechend auch nichts, was ich jetzt bauen werde. Den baue ich mal aus Spaß später mal. Erstmal kümmern wir uns darum, dass vielleicht die Herrschaften hier in eine höhere Kapitalsstufe kommen. Benötigen einen schönen Park. Und zwar hier, andere Seite. Na. Oder Sport. Direkt neben dem... Na. So, kriegt er noch einen kleinen Tennisplatz. Das sollte ja ausreichen, um euch glücklich zu halten. So, bam, bam. Was hatten wir hier für eine Stufe? Wir haben direkt Straßen mit hoher Dichte. Habe ich das letzte Mal noch gemacht? Boah, ich bin nicht mehr so fit. Schön. Dann können wir ja weiter rumhantieren. Können wir mal gucken, in welche Richtung... Okay, die Industrie bläst nach Osten. Bam, 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 bam. Dann bauen wir mal Industrie auf, oder? Wir brauchen ja eh eine gewisse Anzahl an Industrie, um die Produktionsgeschichten fertig zu machen. Beziehungsweise um die überhaupt in die Kategorie der Prozessor zu kommen, um irgendwann hier auch TV-Geräte zu produzieren. Seid ihr glücklich? Ja, ihr liebt die Läden. Habt ihr denn keine Parks? Habe ich das letzte Mal wirklich so gemacht? Ich habe wieder... ich habe die Gebiete direkt so aufgebaut und nicht an einzelnen Straßenecken nur. Das könnte sich noch zum Nachteil entwickeln. Gucken wir mal, Kultur. Ja, wie man in meinem Testvideo schon gesehen hatte, ja, ich habe die Städtesets jetzt auch zur Verfügung. Wie oder warum, muss man nicht erwähnen. Bogen mit für später. Ah, das wäre Brandenburger Tor. Hauptsache, sie sind alle in etwa gleich groß, außer der Ben. Den Ben kann man einfach so setzen. So, da wir ja recht schnell in die nächste Technologiestufe wollen. Ach, 550, sie können nur hier hin. Na, komm. Wir brauchen noch mehr Kinder, die in die Schule gehen.
Alles andere ist ja auch Mumpitz. So, Park, Park, Park. Großer Park, kleiner Park, mittlerer Park. Machen wir die Leute mal ein bisschen glücklicher. Obwohl, hier kann ich einen größeren hinsetzen. Das ist schon richtig. Hm, doch. Nein, seid nicht unglücklich. Hier kommt schon der nächste. Piu, piu, piu. Mit 80% mehr Spaß. Piu. So, und dann setzen wir noch hier in die Mitte, Vetter. Und du kriegst jetzt noch richtig was dran gebaut, ja, mein Freund. Hä? Gleiche Ecke dran gebaut, weiter nach rechts verschoben. So, was brauchen wir? Wir brauchen auch noch Grillplatz. Wir brauchen die Oma-Bank. Wir brauchen einen Spielplatz. Wir brauchen einen Sandkasten, wo man Spritzen findet. Und man braucht hier den Asphaltpark. Und schon hat man einen riesigen Park aufgebaut, wo einige Leute Platz finden. Vielleicht werden die Leute der Umgebung so glücklich jetzt, dass sie sich auch irgendwas holen. So, immer mehr Brände brechen aus, die Feuerwehr ist überfordert, braucht noch mehr Lagerhallen, beziehungsweise Garagen. Da können wir der bei der Arbeit mal kurz zugucken eben. Ah, zu laut. Ach, diese doofe KI. So, wo ist es denn hier? Elektronik, Prozessorfabrik, mittlere Technologie. Das kriegen wir ja irgendwie hin. Ach ja, mir fällt wieder ein, warum ich hier war. Hier gab es nämlich ein paar Ressourcen. Erz und Kohle und Öl. Und ich brauche alles. So, wie sieht's aus? Immer noch Arbeitslose. Seid doch nicht so. So. Dann schiebt eure Waren mal hier hin. Liebe Fabrikgebäude. Zu wenig Simillion. Ich glaube es kaum. Und das, obwohl ich schon die optimalen Steuersätze habe. Nur plus 2000. Wird Zeit, dass sich ein paar mal hier entwickeln. Diese Stadt bietet viel unterhaltsame Beschäftigung. Das ist auch neu, oder? Hatte ich vorher auch noch nicht. Wir haben überall Müll in der Stadt. Ja. Und dann... Da setzen wir mal hier unten ans Öl. Die Müllkippe. Bin ich extrem drüber? Nö. Passt sogar noch genau dazwischen. Ach, zu wenig Simillion. Di-di-di-di. Dann warte ich eben. Und gucke, wie der Müll überall mehr wird. Warum meckert die Polizei? Weil ich keine Polizei habe. Verdammt. ...296 Besucher jeden Tag. Freuen sich ein Ast. Wie sieht's eigentlich mit Gesundheitsversorgung aus? Habe ich da schon irgendwas gebaut? Ne, ich habe nur die Feuerwehr gebaut, ne? Ja. Ach, ich fauler Hund. So, Müllkippe. Take it on. Zu wenig Simillion, es sind 5000.
5000 und ihr Schiff, Captain. Was braucht das Raumfahrtzentrum denn? Legierung, Treibstoff. Treibstoff werde ich hier nicht herstellen können, das muss ich einkaufen später. Was ich aber kann, ist Müll abtransportieren erstmal. Na toll. Da oben ist auch kein Platz für mehr Müll. Halten. Früher hat die Müllverbrennungsanlage wenigstens noch Strom hergestellt. Das wollte ich mal gesagt haben. Das waren noch andere Zeiten. So, da kriegst du ein Schildchen. Rathaus von Asitown. Nein, TV Town. Ach, demonstriert doch nicht hier wieder. Zu viel Verbrechen. Ich kümmere mich Mittwoch darum. Wie sie aus der City fahren, um zu wenden, um wieder in die City zu fahren. Was soll man dazu sagen? Nichts. Einfach nur nichts. Was kostet mich hier die technische Schule? 42.000. Nee. Jetzt gerade nicht, mein Freund. Die Kriminalität macht uns Sorgen. Mir auch, mein Freund. Mir auch, mein Freund. Gibt nichts zum Abreisen. Abreißen. Abreisen. So. Haben wir nicht noch irgendwo eine wohlhabende Stadt? Das wäre auch weitaus einfacher jetzt. Hakutown hat 2 Millionen angeblich. Da können wir mal locker ein bisschen Kohle wieder rüberspielen. Mario. 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 Da ist die wundervolle Stadt, die gar nicht mehr so gut läuft. Arbeiter aus TV-Town besetzen hiesige Stellen. Ach ja, hier wollte ich ja alle Jobs mal besetzen, hab das aber nie hingekriegt. Kommt mir schon vor, als wenn das ewig her wäre, als ich hier drin war. Ja, macht trotzdem Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne! Piu. Nur beim Müll ist das Problem, man kann gar nicht alle Wertstoffe einsammeln. Was sagt er mir? Mangel an Arbeitern? Kann ich mir kaum vorstellen. So, aber wir sind hier, um Kohle zu verschiffen. Geschenke! Klick, klick. 1 Million wird reichen. Ich glaube, da ist auch der Wagen, der es. Doch, das ist der Wagen, der das Geld wegbringt jetzt. Der sagt dann: Biu, hier ist eure Kohle. Und jetzt fährt er wieder zurück. Warum auch immer hier so ein Bogen gebaut wurde. Was auch immer, SimCity-Entwickler.
Hattet ihr hier irgendwelche Schätze, Bodenschätze? Ich glaube nicht. Doch, Öl. Hier könnt ihr später alles einreißen, um Öl zu produzieren für das. Ach, ich kaufe das Öl ein. Aber es bringt mir ja gar nichts. Ich muss Treibstoff einkaufen. Ah, das macht alles nicht einfacher. Mangel an Wertstoffen. Dabei sammelt er nichts ein. So, jetzt kann man hoffen, dass die Kohle drüben ist. Laden wir uns wieder in TV-Town ein. Lad mich ein. Lad mich ein. Need for Speed, Underground, Tropico, Black and White, Command and Conquer, Renegade, SimCity 4 Deluxe. Alles steht in meinem Schrank. Ich habe so gerne, das ist... Naja. So, jetzt muss man hier auch nochmal warten. Ist ja alles ein bisschen asynchron. Deshalb kommt das Geld jetzt irgendwann vielleicht, wenn das Bürgermeisterfahrzeug von der Nachbarstadt hier reinkommt. So, gucken wir mal. Warum bist du denn so unglücklich? Kriminelle und Todgewalt. Ich würde helfen, wenn ich das Geld gerade hätte. Mörder auf freiem Fuß. Und er hier zu viel Verbrechen. Ja, ist klar. Komm, wo bleibt die Kohle? Kohle, Kohle. Bring mir meine Kohle. Wo bleibt mein Geld? Oder es klappt wieder nicht vernünftig. Und die 1 Million ist verloren für alle Ewigkeit. Hatte ich ja schon mal den Fall. Ach, wie sie alle wieder in Reihe und Glied hier den Dreck aufsammeln, ne? Geschlossen, es werden Mitarbeiter gebraucht. Gibt zwar nur Arbeitslose. Aber ist ja auch egal. Wenn sie meinen. Wo bleibt mein Geld? Wo bleibt mein Geld? Kuckuck. Kuckuck. Wie man sich vorstellen muss, dass man als Gott über seiner Stadt schwebt. Und dann geht der Gott hinterm Berg und macht die ganze Zeit nur Kuckuck. Hallo Sims. Lasst euch nicht stören, ihr guckt in den Himmel. Oh, ihr baut eure ersten Apartments. Ja, Gott sei Dank. Die Arbeitsprobleme nehmen ein Ende. Gleich gibt's noch mehr Arbeitslose. Wir werden mal hier vorne ein Stück die kappen. Weil wir wollen ja nichts hier haben, was zusätzlich die Straße blockieren könnte. Und das sind halt wirklich... Dann, Wohngebiete, wo denn irgendwelche Fahrzeuge reinfahren wollen, die blocken das natürlich ab.
Puh. Das ist das Beste mit Brücken bauen. Wir werden die Brücke nicht mal ein Stück nach hinten ziehen. So geht's dann plötzlich. Ja, ist schon okay. Dann wird halt kurz das eingerissen. So, dann können wir hier wieder neu aufbauen. Hier und hier. Dann können wir auch wieder neu im Park setzen, falls wir einen brauchen, aber ich glaube nicht. Ja, besser wär's. Damit die Reichen auch reich bleiben. Hier kann ich natürlich nichts setzen, obwohl hier eine Ecke. Naja, brauche ich ja nicht. Müllkippe wächst. Ach, mein Geld ist da. Gar nicht aufgepasst. Gott sei Dank. Aber es fehlt ein bisschen, oder? So, ziehen wir den mal hoch. Dann kriegt er auch eine kleine Müllverbrennungsanlage. So, Strom kaufen wir ja ein. 320 in der Region verfügbar. Wasser dürfte auch eine ganze Menge noch verfügbar sein, genauso wie Abwasser kann hier rausgepumpt werden ohne Ende. Während die Stadt jetzt wächst. Achtung, sie wächst jetzt. Habt ihr das gesehen? Ja, natürlich habt ihr das gesehen. Jetzt müssen die Läden auch mal langsam wachsen. Obwohl ich inzwischen machen die Läden ja wirklich Gewinne, ohne dass Touristen da sind. Sehen wir ja hier, wir machen ordentliche Gewinne. Gehen wir mal in die Übersicht. Es werden alle Waren verkauft. Deshalb werden die wahrscheinlich auch gute Gewinne machen. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir nicht Müll, nicht Recyclinganlage, gibt ja nichts zu recyceln, sondern was wollte ich machen? Technische Schule, genau. Oh, ich kann den nicht da oben reinsetzen, warum das denn? Ach, die Häuser sind zu nah dran, ne? Können die sich dann in der Dichte ausbreiten? Sieht okay aus. Werden wir nachher sehen. Obwohl die sich auch schon hier an der Seite am Ausbreiten und nicht in der Mitte. Kann sein, dass der Platz in längst nicht ausreicht. Kacke. Einfach nur Kacke mit der Kacke. Ah, ich hab Kacke gesagt. Kacke einfach. So, Rathaus Upgrade. Piu, piu, piu. Ich brauche noch ein paar kostenlose Nissan-Stationen, weil die machen die Leute happy. Alle Leute. Das ist der Vorteil daran, wenn man so ein die Low-Budget-DLCs baut. So. Alle sind happy. Alle können Elektro-Nissans fahren. China must growing. Fertig. Das ist die Ansage. Und wir haben hier einen der mittleren EK. Der aber auch meint, hey, tolle Läden zum Shoppen hier. So viele Kriminelle. Französische Polizeiwache.
Tja, wo kommt die bloß her? Die kommt durch einen schwachen Moment, in dem ich wirklich das DLC noch nachgeholt habe. So, kümmern wir uns mal ein bisschen um Polizeiordnung. Da können wir eine Gefängniszelle auch draufsetzen. Sind die auch zufrieden? Ja, und Schulbildung ist natürlich wichtig. Ich würde natürlich gerne ein bisschen zentraler setzen. Oder doch an der Seite? Hat alles Vor- und Nachteile. Immer so ein Schmarrn. Immer so Entscheidungen. Entscheidungen sind doch doof. Wir setzen jetzt hier hin. Das nur, weil hier ein relativ guter Einflussbereich ist. So, immer noch Arbeitslose. Obwohl das niedere Volk wächst. So, wir haben uns um Verbrechen gekümmert. Im Moment sagen sie noch, es sind noch zu viele Verbrecher überall. Jetzt könnten wir uns noch ein bisschen um Gesundheit kümmern. Ja, von da wird der nie irgendwen behandeln können. Von hier auch nicht. Von hier aber. Krankenwagen. Na toll. Passt nicht alles. So, es sollte dann reichen für alle Kranken. Kommt ins Krankenhaus. Hier werdet ihr ausgenommen. Da kommen die Ersten. Weep, ich fühle mich schon viel gesünder, weil ich im Krankenhaus sitze. Naja, wäre natürlich toll gewesen. Aber er will ja keine Brücken bauen. Weil er halt nicht vernünftig darauf reagiert. Normalerweise sollte SimCity es so machen, bis Maxis, dass wenn man eine Brücke ziehen will, der bei Wasser automatisch hochgeht und jetzt würde das Stück, was fehlt, hinten einsetzen. Aber das ist ja alles Wunschdenken. Ich hoffe, von hier aus kann er die hier hinten upgraden, aber ich glaube, normalerweise ist das technisch, also die Hochschule, die schickt ja überall die Leute hin, also wegen Schule und so. So, dann hätten wir nämlich das, dann können wir nämlich mal anfangen, auch hier Kohle abzubauen. Ja, seid ruhig unglücklich. Oh, dann darf ich nicht nach da oben bauen. So, Kohlebergwerk. Dann machen wir hier vorne das Erzbergwerk hin.
Bam. Bam. Ja, da ist zu wenig eigentlich hier unten. Für einen vernünftigen Ole-Abbau. Kohleabbau. Öleabbau. Ölabbau. So, machen wir jetzt zwei weg und dann machen wir nämlich hier Kohle und Erz rein. Und ihr müsst euch auch nicht entwickeln von der Technologie her. Aber sonst läuft's doch. Naja, Freunde der Spiegeltour, wir sind am Ende unserer Zeit. Erste Folge mit neuen Rendereinstellungen in SimCity. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Freunde, Bros, bis dann.